Das war jetzt meine Schuld. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video, ETS 2 Touren. So, heute fahren wir die Tour, die wir beim letzten Mal nach dem Schlafen aufgenommen haben. So, schauen wir einfach mal, wo wir da heute hinfahren, Freunde. Und zwar, wir fahren nach Saragossa mit Hochdruckabsperrventilen. 19 Tonnen zu der Firma APP. Gute. Ja, liebe Leute, und ich sehe, die nächste Tankstelle gehört wieder mal uns. Aber da haben wir hoffentlich eine. Eine Tankstelle. Das ist mal keine Tankstelle, das ist eine Mautstelle. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber da kommt unsere Tanke.
So, Freunde, und während ich danke, was gibt es Neues auf dem Kanal? Das neue Winterprojekt 2024-2025 startet am 19.10.2024. Der Sommer war schön. Doch er ist leider schon zu Ende. Die Tage werden kälter. Viele Radwege sind über den Winter gesperrt. Doch, Freunde des Kanals, es geht munter weiter mit Landwirtschaft XL. Eine Videoreihe, wo euch sicher nicht langweilig wird. Zieht euch am besten vorher schon mal die LS-GEMA-Windeln an, sonst könnte was daneben gehen. Euch erwartet Witz, aber auch Ernst. Und nun weiter mit dem eigentlichen Video. So, getankt hätten wir mal. Was es Neues gibt, habt ihr auch schon erfahren. Und wir fahren weiter. Der Sonne entgegen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel Restzeit wir da noch haben. Vier Stunden. Okay, das geht sich gerade noch so aus. Gut, das heißt, wir sollten da mal etwas Gas geben. Sofern es mir möglich ist. Aber nach vorne kommt es wieder die nächste Mautstelle.
Wer ist Vania, Consuleros? Das wird wieder mal eine knappe Sache. Aber ich kann nichts dagegen tun. Leider haben wir da auch noch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Lustige Kreisverkehre.
Flugzeug die Landebahn verwechselt mit der Autobahn. Soll auch mal vorkommen. Nee, falsch. Okay, ja. Na.
So, jetzt werden wir erstmal Siesta machen. Der kleine Otto ist schon wieder müde. Der macht schon wieder ganz leicht die Äuglein zu. Dann kommen wir halt ein bisschen später. Was soll's? Aber wir kommen heile an mit der Fracht. Warum fährst du weiter? So, Freunde, dann sagen wir dem Otto mal gute Nacht. Dann soll er mal eine Runde schlafen. So. Die Feststellbremse sollten wir auch mal runter machen. Oder respektive hoch machen. Und jetzt bitte einmal volle Kanne zum Abladeort, das kommen wir noch später. Sind da immerhin noch 84 Kilometer. Das war jetzt meine Schuld.
Und da war.
Und da haben wir auch schon unsere Abladestelle. Wunderbar. So, Freunde, das war's wieder mal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Baba tschüss.